Wir machen direkt weiter, ebenfalls aus Köln, Thomas Schmidt. Nightwash. Hi. Oh, dankeschön. Ich habe vor ein paar Monaten an so einem kleinen Comedy-Contest teilgenommen, in so einem kleinen Dorf. 4 Teilnehmer, einer konnte gewinnen und ich habe gewonnen. Dankeschön. Das soll nichts heißen. Ich habe einfach das meiste Bargeld dabei gehabt. Und irgendwie meine Freundin so eine Woche später so, Thomas, seitdem du da gewonnen hast, du hebst echt ab und du bist arrogant. Und ich sage, Schatz, seit wann duzen wir uns? Was ich noch gut kann, ist Bier trinken. Also wenn es da einen Contest geben würde, ich liebe Bier. Ich war letztens hier in Köln auf so einer Studentenparty. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich habe nicht mal mittlere Reife. Und ich bin dahin zu dem Gastgeber direkt. Ich so, hier, gib mir was zu saufen. Da sagt er, ja, in der Küche stehen 6 Kisten. Ne? Bedien dich, fühl dich wie zu Hause. Habe ich mir erstmal die Hosen ausgezogen und gefurzt. Und da bin ich dann in die Küche und da stehen da 6 Kisten feinstes Radler. Hat er mich nicht ganz verstanden. Ich meine, Radler ist geil, kennen wir alle, super geil, ne? Wenn die Sonne scheint, ne? Super kaltes Radler morgens vor der Arbeit, super erfrischend. Aber zum Saufen, ich weiß nicht, immer wenn ich Radler trinke, so bevor ich da besoffen bin, irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich Diabetes. Ein guter Freund von mir, der hat wirklich Diabetes, der sagt immer, Thomas, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Der hat letztens eine krasse Geschichte erlebt, eine traurige und lustige zugleich. Der saß mit seiner Frau zu Hause beim Fernseher gucken und die sind eingepennt und das Netzteil vom Fernseher hatte einen Kurzschluss und dann brannte der Fernseher irgendwann und die Bude auch und sie war noch am Pennen und es war ganz knapp, die Feuerwehr hat die da rausgeholt und am nächsten Tag, so aus dem Krankenhaus, mein Kollege im Mediamarkt, den gleichen Fernseher nochmal kauft, diesmal aber ohne 3D, das war zu krass. So, was gibt's noch? Ich bin letztens mit meiner Freundin zusammengezogen in eine WG. Und was soll ich sagen? WG ist absolut geil. WG hat absolut Vorteile, ne? Du sparst Miete, Strom, Internet, alles, ne? Hat auch Nachteile. Du kannst in der Küche jetzt nicht mehr masturbieren. Also, kann man schon. Kann man schon. Ja. Gut, gestern war ein bisschen blöd, ne? Wir hatten Besuch und die haben gekocht. Mich hat's nicht gestört. Aber ansonsten ist WG ist wirklich toll, ne? Einziger Nachteil bei mir, ich habe so ein ganz kleines Zimmer, 9 Quadratmeter. Habe ich überlegt, wie mache ich das mit dem Bett? Habe ich das getan, was ich immer schon wollte? Habe mir ein Hochbett gekauft bei Ikea. Habe ich das dann so aufgebaut und merkte, während ich das aufbaue, das ist ganz schön hoch. Und dann irgendwie, als dann fertig war, Matratze drauf, habe ich mich reingelegt, habe ich gemessen, noch 20 Zentimeter bis zur Decke. Ey, wenn ich einen Ständer habe, sind das noch 16 Zentimeter. Aber ansonsten mega geil, ne? Also bis auf der Haushalt, ne? Oder anders formuliert, ich habe noch nie so viel Schimmel auf Lebensmittel gesehen wie in unserem Kühlschrank. Es kam echt schon vor, so dass über den Schimmel nochmal so eine Schicht Pelz. So nochmal. Meine Mutter kam letztens zu Besuch, kommt so in die Küche und so, oh, ihr habt Hamster. Die sind aber flauschig. Ich sag, Mutter, Finger weg, das ist Toast. Ja, einige haben auch Hamster. Okay. Was gibt's noch? Spülregel haben wir ganz klar bei uns eingeführt, weil Spülen ist nicht unser Steckenpferd in der WG, ne? Wir haben ganz klar 2 Spülregeln. Spülregel Nummer 1, wenn du zum Brot schneiden und schmieren nur noch den Tortenleber hast, wird es Zeit. Spülregel Nummer 2, spül nur, wenn du Bock hast, beißt dich ein bisschen. Ja, es ist bei uns, ich bin so ein ziemlich fauler Typ, so, ne? Ich mag zum Beispiel ganz kleine Badezimmer, weil ich mag das so, wenn ich mich beim Pinkeln so auf die Toilette setzen kann und den Kopf aufs Waschbecken legen kann. Ey, ich sitze da manchmal tagelang, Urlaub für zwischendurch. Problem? Ja, okay. Problem ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, meine Freundin, die hilft mir nicht so ganz. Ne? Die ist nicht so da im Thema. Sie sagt dann mal so, oh, ich habe so wenig Zeit, ich habe so viel zu tun. Ne? Sie studiert. Erstes Semester. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe sie irgendwann mal erwischt. Ne? Es war morgens 10 Uhr. Ich so, Schatz, musste ich zur Vorlesung? Doch, um 12. Ich so, alles klar, wann bist du denn wieder da? Um 2.
Ey, sie braucht halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Dann wenn sie dann kommt, frage ich sie, ob sie noch mitessen möchte. Sagt sie, nee, ich habe schon in der Mensa gegessen. Und was machen die da? Ja, und dann ist da noch so eine ganz typische Studenten-Langschläferin. Ne? Gerade am Wochenende, Mittwoch bis Sonntag. Ja, stellt sich morgens immer den Wecker so auf 9, damit sie noch was vom Tag hat. Ne? Steht auf, 12. Schlummertasten, süchtig. Ich habe mal nachgezählt, Rekord 37 Mal. Ey, die Nachbarn kamen schon zum Klopfen, so zum Ausmachen. Ich sag mal, wenn sie Dornröschen wäre und nach 100 Jahren Schlaf der Prinz kommt und sie küsst, dann sitzt sie da und sagt, noch 5 Minuten. Dankeschön! Thomas Schmidt! Aus Köln, Thomas Schmidt! Network.